Wir beginnen mit unserem langjährigen Torhüter. Und zu guter Letzt am Ende der Saison gilt es dann natürlich auch wieder den ein oder anderen Spieler zu verabschieden. Wir haben während der Partie schon drüber gesprochen. Der erste, der hier heute den Hut nimmt, das ist Aaron Edvardsson. Der Einsprecher gibt es eben auch noch mal durch. 86 Spiele für die SG und dabei 8 Tore. Heute das letzte in seinem gelben Trikot. Ins Herzen der Bietigheimer hat er sich sicherlich dann noch mehr durch seine Paraden, durch die Reaktionen, die er oft zeigt, durch diese geysierartige Energie, die aus ihm raussprudelt. Ja, das trifft es bei Aaron tatsächlich. Ich habe ja noch mit ihm zusammengespielt. Er ist eigentlich in der Kabine und abseits vom Feld ein ganz ruhiger Typ. Aber wenn der auf dem Feld steht, dann hat er einen unbedingten Siegeswillen. Und seine explosive, extrovertierte, geysierartige Emotionalität, die hat damals, als er neu hier nach Bietigheim kam, von Anfang an die Zuschauer begeistert. Er wird unvergesslich bleiben mit seiner Frise, mit seiner Größe, mit seiner Emotionalität. Ist er ein Teil der Geschichte der SGB in Bietigheim. Und ich persönlich verabschiede mich natürlich auch von einem geilen Typen einfach. Ja, wir stehen ja unsere Nummer 27. Aaron, vielen herzlichen Dank für die Zeit mit dir in Bietigheim. Du bist ein geiler Typ, wir wünschen dir und der Familie alles, alles Gute. Und wir werden uns ganz bestimmt mal wieder über den Blick laufen. Aaron Edvardsson! Der Applaus für Aaron Edvardsson. Hier nochmal stellvertretend eine seiner Paraden. Kurz vor Schluss. Aber Edvardsson weiß nicht genau, was er sagen soll. Er hat im Moment sein ganzes Deutsch vergessen. Und dann bleibt es einfach bei einem simplen, aber eindrucksvollen Prost. Ja, Aaron hat noch erwähnt, dass er froh ist, dass das letzte Spiel gegen Hamburg war, wo er ja auch gespielt hat. Und so kann er sich heute Abend von all seinen ehemaligen Mannschaftskameraden verabschieden. Und ja, sein Deutsch hat er kurzzeitig vergessen. Sein Deutsch hat sich übrigens nochmal enorm verbessert durch die Hamburger Zeit. Könnte mit dem schwäbischen Dialekt hier in der Region zusammenhängen. Auch SG-Präsident Steffen Merkle gratuliert nochmal recht herzlich und überreicht das standesgemäße Poster. Jochen Zürn und Basti Schwarling außerdem noch mit im Komitee. Und dann gilt es natürlich noch den Blitz der Mannschaft, Martin Marcic, zu verabschieden. Der erst zu Beginn der letzten dieser Saison, also zu Ende letzten Jahres, wieder einsteigen konnte nach einem Kreuzbandriss. Ja, wir hatten es vorhin kurz, war enorm, eine enorm wichtige Stütze beim letzten Aufstieg. Hat sich da mit seiner Schnelligkeit in die Herzen der Fans gespielt. Hatte dann eine sehr langwierige, sehr schwere Knieverletzung, wo lange fraglich war, ob er überhaupt irgendwie die Chance hat, auf dieses Niveau zurückzukommen. Und er hat heute Abend nochmal allen gezeigt, er ist absolut zurück auf diesem Niveau. Und da kann man ihm nur alles Gute für die Zukunft wünschen und hoffen, dass er sich ab und zu mal blicken lässt. Und
Über 100 Spiele für die SG BBM Bietigheim. Viele unvergessliche Momente, wie eben schon angesprochen, den Aufstieg. Auch er bekommt jetzt von den Hamburgern das Bier aufgemacht. Das ist einfach richtig schön zu sehen. Ja, so gehört sich das in der Handballfamilie. Tobias Schimmelbauer darum kümmert. Auf dem Feld, volle Härte und danach sind wir Handballer eine Familie. Bestes Beispiel, Tobi Schimmelbauer. Vielen Dank für die geile 4 Jahre. Hat wirklich schnell gepasst. Und ich hoffe, dass diese Wendung hier bleibt in unserer Garage und wir bringen dann nächste Saison für uns das. Und alle. Also, Martin Macic fordert quasi, dass dieser Meisterbanner einfach hier in Bietigheim geparkt wird für ein Jahr und dann zur Ende der nächsten Saison hier aufgebaut wird, dann natürlich für die SG als nächster Meister und Aufsteiger. Da sieht man auch, es ist auf keinen Fall ein Abschied im Streit oder im Gram. Oh, er bekommt nochmal sein Poster, sein Präsentkorb und seinen Applaus. Ja, Bietigheim ist ja auch seit Jahren bekannt, dass man einen guten Kontakt, also dass man mit den Spielern im Guten auch auseinandergeht. Dass der eine oder andere Spieler halt dann auch mal eine andere Herausforderung sucht, das ist im Profisport normal. Aber Bietigheim ist dafür bekannt, dass besonders viele Spieler auch wieder den Weg hierher zurückfinden. Und das ist immer ein Indikator dafür, dass man hier in der Vereinsarbeit nicht so viel falsch macht und entsprechend eben auch mit Spielern und den Menschen, die hinter diesen Spielern stehen, auch umgeht. Und dann heißt es zu guter Letzt noch Danke sagen an den Interimscoach, der der Mannschaft in einer ganz schwierigen Situation neues Leben eingehaucht hat. Wir haben uns immer wieder darüber unterhalten, was Brian Ankersen eigentlich wirklich getan hat. Eine Ansage war, er hat jedem Spieler auch eine Rolle gegeben, eine Aufgabe gegeben und damit offensichtlich viel bewirkt, denn es gab unter ihm in 12 Spielen 8 Siege. Und einen deutlichen Aufwärtstrend. Die Mannschaft ist in der Tabelle nach oben geklettert, hatte mit dem Abstieg dann lange gar nichts mehr zu tun. Und das ist natürlich auch ihm zu verdanken. Ja, wir hatten es ja vorhin während dem Spiel schon. Brian Ankersen war ein absoluter Glücksgriff. Er ist liiert mit einer Spielerin, die hier in Bietigheim tätig ist. Und hat die Frauen 2 gecoacht und auch die weibliche A-Jugend, die ja auch heute Abend geehrt wurde. Ja. Er ist mehr oder weniger der Liebe wegen in Bietigheim gelandet, war hier einfach vor Ort und war ein mutiger Schritt, aber im Nachhinein ein absoluter Glücksgriff. Die goldrichtige Entscheidung, die Geschäftsführer Basti Sparlinger in dieser schwierigen Situation getroffen hat. Natürlich in Abstimmung mit dem sportlichen Leiter Jochen Zürn. Und man kann Brian Ankersen im Prinzip gar nicht genug danken, was er hier für eine Teamleistung aus der Mannschaft kreiert hat, in einer festgefahrenen Situation. Das ist schon wirklich aller Ehren wert. Und ich hoffe, dass er uns lange hier noch erhalten bleibt, auch wenn wir es natürlich mit Ica Romero einen aus meiner Sicht voraussichtlich zukünftigen Top-Trainer für die nächsten 3 Jahre hier haben. Ja, das ist der Moment, da muss man einfach mal kurz, da müssen wir jetzt mal kurz still sein und einfach applaudieren. Danke, Brian Ankersen, für deinen Einsatz. Wir haben es geschafft, alle miteinander, vor allem auch ihr auf der Tribüne,
für euren disziplinierten Besuch schon zum Spiel gegen Eisenach, dass wir auch heute von Zuschauern spielen durften. Und der Brian hat vor einigen Wochen mal gesagt, wenn er das als Trainer hier noch erleben darf, wäre das für ihn die Kirsche auf der Torte. Wir haben es zweimal geschafft, Brian, und ich glaube, es war für dich und die Mannschaft eine geile Geschichte. Und jetzt hast du das Mikrofon. Dankeschön. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke an alle Zuschauer, die hier überragend heute waren. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir so einen Abschluss gemacht haben nach zwei, drei nicht so guten Spielen. Aber heute hat die Mannschaft noch mal alles eingeworfen und ich bin einfach glücklich, dass wir so einen Abschluss gemacht haben. Und ich hoffe, dass alle nächstes Jahr wieder dabei sind. Danke an Jochen und Basti für die Chance. Natürlich ewig dankbar dafür. Danke an die Jungs, dass die alle Ideen, die ich hatte, angenommen haben. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es so gut gelaufen ist. Danke an Juli und Jones, eine überragende Zusammenarbeit. Also auch nochmal der Dank von Brian Andersen zurück an die Verantwortlichen, dass sie ihm das Vertrauen geschenkt haben, dass sie ihm das zugetraut haben. Der Dank aber auch an seine Spieler, die gute Chance gegeben haben. Als sehr jungen Trainer, als unerfahrenen Trainer, kommt mit ihm das auch an, was er uns da erzählt. Und dementsprechend dann eine erfolgreiche Zeit zusammen hatten. Die mit diesem Spiel heute mit einem 28-27 Erfolg über den HSV Hamburg dann vorerst endet, zumindest was diese Herrenmannschaft in der zweiten Handball-Bundesliga angeht. Sie haben den Leibtrainer der weiblichen A-Jugendmannschaft und auch der zweiten Männermannschaft. Und